Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Barlow mit dem dritten Teil des Videoguides Black Talon HC. In dem Fall, wie gesagt, eben schon erwähnt, im zweiten Teil ein optionaler Boss und gleichzeitig auch einer der schwierigsten, um nicht zu sagen, ist vermutlich in dieser Instanz der schwierigste Boss. Er hat zwei Fähigkeiten, mit denen er ziemlich derben Schaden anrichtet. Das eine ist ein Powerschuss, das andere ist ein Powerschlag. Beides hat eine Cast-Time, also beides ist unterbrechbar. Und im Zweifelsfalle würde ich euch bei den Fähigkeiten auch empfehlen, das zu tun. Denn der schenkt selbst einen gut equippten Tank gut ein. Und wenn ihr einen Heiler habt, der vielleicht noch nicht so gute Ausrüstung hat, dann wird er es ansonsten ziemlich schwer haben, den Tank am Leben zu halten. Abgesehen davon hat er auch einen sehr, sehr knappen und kernigen Enrage-Timer. Das heißt, da werdet ihr auch ganz schön aufpassen müssen, gerade wenn ihr mit relativ schlechtem Equipment in diese Instanz geht, dass er nicht den Enrage-Timer hittet und euch dann quasi direkt umnutzt. Aber auch da gibt es so einen, naja, man kann sagen, so einen kleinen Trick. Leider Gottes gibt es einige Bosse, die man sehr schlecht, ich sag mal, sehr schlecht sauber killen kann. In dem Fall ist der Trick halt einfach, ihn, wie man so schön sagt, zu LOSen, das heißt rumzukiten, entweder um diesen Gegenstand, wo ich gerade vorstehe, diesen komischen Generator, oder aber um die Säule, wo gerade Fyres rumrennt. Fyres ist gerade stehen geblieben, das war zwar nicht Zweck der Übung, aber der Boss, wie ihr sehen könnt, macht auch nichts anderes mehr, steht jetzt plötzlich auch rum. Die verhalten sich manchmal noch ein bisschen komisch, die Bosse, was die Instanzen betrifft. Manchmal sind sie auch zu eurem Nachteil verbuggt. In dem Fall haben wir natürlich Glück gehabt. Unser eigentlicher Plan B, wenn Bliss tot ist, war eigentlich, mit ihm ein bisschen rumzurennen mit dem Boss und zu versuchen, ihn down zu kriegen. Jetzt zieht Alyxia Akku, was ja auch logisch ist, weil Fyres hinter der Säule steht und eben keinen Schaden mehr macht. Ich versuche jetzt irgendwie Alyxia am Leben zu halten, der wiederum um diesen Generator herumrennt. Mittlerweile ist der Boss auch enraged, das heißt, jetzt sollte man tunlich sich überhaupt nicht mehr von ihm treffen lassen. Aber auch hier, das habe ich zwar auch noch nicht gesehen ansonsten, aber auch hier bleibt der Boss plötzlich stehen und nuked einfach nur noch ins Nichts. Wir kriegen irgendwie keinen Schaden mehr und können ihn dann einfach umhauen. Im Normalfall sollte er bis dahin tot sein, zieht also nach Möglichkeit eure Cooldowns, unterbrecht die Spezialfähigkeiten, also diesen Powerschuss und Powerschlag, den der Boss hat, und dann solltet ihr ihn eigentlich auch in nicht so gut equippten Gruppen legen können. Gleich geht's weiter mit dem vierten Teil zu Black Talon HC, dort dann der finale Boss, der Endkampf. Bis dann!